Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Stappenbach. Ja, musste ich gerade einen Moment überlegen. Weil war das noch gleich? Wo sind wir? Ja, Stappenbach. Genau, Stappenbach sind wir. Und ja, heute ist angesagt Silage mähen. Und wir haben ja auch unser schönes Mähgespann schon. Na, der 1300 Fiat mit vorne und hinten hat er die Eigenbau-Fronthydraulik hier dran. Oder auch das Mähwerk dranhängt. Und ja, damit machen wir uns dann gleich auf den Weg. Allerdings habe ich in der letzten Folge angedeutet, dass ich nicht so ganz die Wahrheit gesagt habe, was die Fahrzeuge angeht. Es hat sich nämlich eine Kleinigkeit, es hat sich was verändert. Wir gucken einfach mal da. Da fährt es weg, da habt ihr es gesehen. Ich frage mich gerade, warum es wegfährt. Ich dachte eigentlich, wollten wir erst zu wenden. Aber ja, wir haben einen neuen Schlepper. Wir haben einen neuen Traktor gekauft. Es hat sich einfach so ergeben, ne, dass wir, und ja, ich weiß. Ja genau, zum Fiat können wir auch noch gleich noch kommen, ne? Aber Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir denn überhaupt hinfahren. Ich glaube, Blackie geht tatsächlich jetzt den Sparte umtauschen. ja, ne, wiesentechnisch, wo haben wir eine Wiese, ist die Frage. Hier, das 148, das ist unsere Wiese. Ja, wir haben hier diese 42, das ist eine Wiese. Wir haben hier 38, wir haben hier, das ist keine Wiese. Das hier 119, 115. Oh ja, das ist auch ein Feld. Das ist auch ein Feld, aber 159 ist noch eine Wiese, die uns gehört. Das ist natürlich jetzt die Frage, ne, wie machen wir das der Reihe nach? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal auf die 148. Dazu müssen wir einfach nur hier raus und hoch. Machen wir mal. Ja, um quasi nochmal zusammenfassend zu sagen, ne, was. Hoch, falsch sogar. Was letztendlich passiert ist, ist, wir hatten einen Vorführer von dem Johnny da und der hat uns sehr zugesagt, der hat uns wirklich gefallen und ja, dann ist es so passiert, dass eben dieser Vorführer nicht mehr vorgeführt werden sollte und so, jetzt muss ich gucken, wir müssen gleich hier abbiegen, das habe ich letztes Mal ein bisschen verpasst, dass eben dieser Vorführer nicht mehr vorgeführt werden sollte. Und spricht zum Verkaufsstand mit, ja, das war so ein Vorführer, der halt wirklich viel im Einsatz war. Das heißt, der hatte einige Stunden drauf auch. Ja, den haben wir zu einem wirklich, wirklich, wirklich guten Preis bekommen. Also ein wirklich gutes Angebot. Und da haben wir dann nicht lange gefackelt, nicht lange überlegt. Das haben wir dann gemacht. Na, es wurde mal Zeit, dass wir tatsächlich mal einen neuen Schlepper einfach mal, ne, ein bisschen Frisches auf den Hof. Wir haben an den Maschinen haben wir regelmäßig immer was Neues. Haben wir regelmäßig geupdatet. Ganz einfach, weil ne, die Maschine ist das letztendlich, was die Arbeit macht. Und da lohnt sich halt schon, wenn man da was hat, was nicht gleich auseinanderfällt. Oder was nicht ganz so teuer ist in der Reparatur ständig. Oder ne, gerade bei Sämaschinen und so weiter ist ja auch die Technik weitergekommen. Von daher, ja, da lohnt es sich schon. Ne? Beim Schlepper ist er in erster Linie der Komfort, was sich verändert hat. Natürlich gibt es auch ein paar praktische Features und sowas, aber ein alter 100 PS Schlepper zieht genauso wie ein neuer 100 PS Schlepper. Ich möchte sogar vielleicht behaupten, dass alte 100 PS Schlepper vielleicht sogar mehr zieht. Ja. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wo wir jetzt hier genau hoch müssen. Ich glaube direkt hier. Gucken wir mal. Ja, ne, aber wie gesagt, Schlepper ist Schlepper. Dennoch ist es natürlich einfach ganz praktisch, wenn man was ein bisschen moderneres hat, ne, mit Wendeschaltung und mit richtiger Kabine und ja, leise und ja, das ist schon. Und der, wie gesagt, der 6M, ne, für alle, die es noch nicht so ganz mitbekommen haben, ich habe es ja nur, es kam ja nur, man hat ja nur die Kabine so von ihm gesehen, es ist der 6M, ein kleiner 6120M aus der nagelneuen 2020er Serie, sprich mit der schrägen Haube. Und ja, das Ding, wir hatten das mit Frontlader da gehabt, sonst hat es uns einfach wirklich gefallen, ne, mit dem Frontlader. So, ich starte mal einen Gang hoch hier. Können wir mal hier ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger Drehzahl erfahren. Ja, es ist einfach ein schöner Flapper, ne? Und die Übersicht ist gut, die Kabine ist sehr angenehm, man sitzt da sehr gut drin. Und er ist wirklich sehr wendig, also ein Vierzylinder, es hat ein großes Rahmenmaß hinten, also es ist richtig eine bullige große Kiste, auch mit großen Reifen drauf. Aber er ist sehr kurz, sehr wendig. Und man sitzt da auch weit vor der Hinterachse, ne? Man sitzt da fast mittig auf dem Flapper gefühlt, weil der halt von hinten her so groß ist und vorne so vergleichsweise klein. Das ist, ja, eine tolle Maschine, so alles in allem. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir den kaufen. Und, ja,
Der letzte neue Schlepper, der hier auf den Hof gekommen ist. Na, der letzte neue Schlepper, der auf den Hof gekommen ist, das war der 110er Fiat. Und na, ihr wisst, das ist schon eine Weile her. Das ist schon eine Weile her. So, bin ich mal sehr gespannt. Ich muss auch mal schauen, ihr wollt diese Taste hier funktionieren. Fahrrad kann man auch anmachen. Das geht auch, perfekt. Dann wären wir eigentlich soweit. Das ist natürlich hier die Frage na, mit dem wildschonenden Mähen. Wie wir das machen. Außerdem ist die Frage, warum meine Tasten nicht funktionieren. So. Ob wir tatsächlich mal versuchen, von innen nach außen zu mähen. Ohne Vorgewende. Ich hoffe mal, dass es nicht so laut. Mir kommt es ein bisschen laut vor. So. Im Grunde können wir auch locker noch schneller mähen, aber wir sind ja hier so ein bisschen am Hang. Müssen wir jetzt auch nicht übertreiben. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ja, und dann haben wir, wie gesagt, jetzt haben wir doch einen neuen Flapper. Es ist, ja, es ist ein bisschen eine unnötige Anschaffung, weil einfach eine Kosten-Nutzen-Faktor und sowas, aber andererseits haben wir unsere Flapper bisher alle immer sehr, sehr lange behalten. Von daher, ja, rechnet man das vielleicht ein bisschen anders. Und, ja, hoffe ich mal, dass es keine Fehlentscheidung war. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt hier? Vielleicht hätten wir doch das Vorgewende ausmähen sollen. Ich bin jetzt ja auch ein bisschen frech, dass ich so fast ein bisschen weit ausmähe. Hoch, das habe ich gut hinbekommen, ne? Machen wir es einfach mal so. War jetzt ein bisschen schlecht geplant. Ne? War jetzt definitiv ein bisschen schlecht geplant. Ja, Gänge. Technisch ist das bei dem wirklich schwierig. Bei den vier. Hier fürs Mähen den passenden Gang zu finden. Warum hat das gerade hinten nicht gemäht? Das verstehe ich nicht. ich wollte eigentlich eine Zeitraufaufnahme machen, aber ich bin noch gar nicht fertig mit Reden. Bin noch gar nicht fertig mit Reden, ne? Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ja, jetzt haben wir hier, wie gesagt, noch einen neuen Schlepper. Allerdings, ne, der eine oder andere hat gefragt, wie das denn ist, ob wir jetzt dafür... hoffe mal, dass es hier nachwächst, hier außen. Das müsste der alles abnehmen Mod sein, der jetzt gerade rauskam beim Mod-Hub. Ich hoffe mal, dass... ich habe den noch nicht gesehen, ich weiß nicht, was der macht. Die Blumen wachsen definitiv nicht nach, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil das technisch gar nicht möglich sein wird. Aber ja, das Gras wächst hoffentlich nach. Hier außen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Kannst du Schlepper fahren. Menschenskind. Ja. Ich weiß auch nicht. Heute ist eh so ein Tag, ne? Also heute ist derselbe Tag, an dem ich Holz zur Folge 60 aufgenommen habe. Und ich weiß nicht, ob ihr heute zur Folge 60 gesehen habt, aber wenn ihr heute zur Folge 60 gesehen habt, dann, ja, das ist in der Tat doof. Das ist in der Tat doof. Hab mich gerade schon gewundert, warum das da oben nicht mähbar ist. Jetzt weiß ich dann wenigstens warum. Ja. Also das ist nicht so ideal. Vielleicht müssen wir den Mod dann wieder rausnehmen. Ja, was wollte ich sagen? Genau, was wollte ich sagen? Ich wollte was sagen.
ich habe echt keine Ahnung mehr. Ja, genau. Das war der Faden, den ich verloren habe. Fiat. Einige haben gesagt, ob dann jetzt hier der 1300 oder der dafür wegkommt. Und ja, und andere haben dann gesagt, ja, Fiat hat es nicht gepackt darauf. Und andere haben dann gesagt, im Discord war das, andere haben dann gesagt, nee, da kommt der 110er Fiat dafür weg, weil das ist ja der Frontladerschlepper. Ich muss euch da enttäuschen, keiner von beiden Fiats kommt weg. Ja, wieso sollte man so einen alten Fiat hergeben? Die sind nicht mehr so sonderlich viel wert, das sind abbezahlte Schlepper, die laufen. Und hier haben wir extra noch vor gar nicht allzu langer Zeit eine Fronthydraulik dafür gebaut, dass der hier die Maverick ziehen kann. Und von daher, ja, ne, es ist praktisch, wenn man zwei Schlepper mit Fronthydraulik hat. Und generell überhaupt nicht sowieso, also ne, da kommt nichts weg, also definitiv nicht, ne. Die behalten wir schön, die Fiats. Ich meine, der andere, ein zweiter Frontladerschlepper zu haben, ist generell immer praktisch, ne, der ist dann auch weiterhin der, sagen wir mal, Stall- und Hofschlepper. Ne, der andere Fiat muss man nicht mit dem Johnny jedes Mal, ne, morgens anschmeißen, um hier Ballen reinzufahren oder sowas. Generell kann man den Johnny da ein bisschen schonen und ja, das dann mit dem anderen Fiat machen. Und der Fiat hier, wie gesagt, ich mähe mit dem wirklich gerne. Ja, der packt das schon. Wobei wir jetzt hier gesehen haben, im Wald, vielleicht brauchen wir doch mal noch ein bisschen Leistungssteigerung. Ja, da kann man noch ein bisschen mehr Leistung rausholen aus dem Motor. Der hat bloß 130 PS, der ist ja nicht, sagen wir mal, mit 7,5 Liter Hubraum oder sowas, der ist ja nicht ausgelastet. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht holen wir da noch ein bisschen mehr Leistung raus. Ne, ein paar Leute haben, oder im Grunde, ich glaube, nur einer hat es eigentlich gesagt, ne, im Discord von wegen, er kann diesen Fiat nicht mehr sehen. Es tut mir leid, ich habe auf das Swiss-Touch. Was ist jetzt los? Meine Pedale. Ja, wenn ich natürlich mit dem Gaspedal kein Gas gebe. Ach, ich weiß, was los ist. Falsche Gangübersetzung. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, genau, auf das Swiss-Touch haben wir mit dem Fiat hier gespielt. Und, ja, da waren einige ja traurig, dass man den Fiat nicht mehr sehen konnte, inklusive mir, weil der Fiat eigentlich ein ganz schöner Flapper ist. Und ich kann es verstehen, das ist halt so ein Standard-LS-Fahrzeug, dass man da sich satt gesehen hat dran ein bisschen. Aber deswegen ist er ja auch ein bisschen anders. Ne? Deswegen hat er eine Fronthydraulik, die komplett neu gebaut ist für den Flapper, und nicht sowas dahin gepusht von da vorne von Universal Fronthydraulik oder so, sondern wirklich für den Flapper custom gebaut. Nur er hat die neuen ne Reifen drauf, die man jetzt zum Glück noch nicht auf jedem Flapper drauf hat, aber bald wird es wahrscheinlich so sein. Und ja. Von daher hoffe ich einfach mal, dass ihr dann allzu böse seid, wenn das Ding jetzt öfter noch zu sehen ist oder halt wieder zu sehen ist. Wie gesagt, mir gefällt der einfach. Und der ist jetzt ja auch hier anders als auf der Swiss-Touch. Wir haben jetzt hier eine weiße Kabine mit einem orangen Vorzügen von der Farbkonfiguration her und so. Und ich sagte, es ist wirklich ein schönes Modell, der Fiat. Ich bin auch am Überlegen, da ist ja im Moment ist Material 6 drauf, ob ich eventuell noch der mal eine neue Lackierung kriegt am Orangen, ob wir das Orange einfach mal neu lackieren. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Das könnt ihr den auch noch mal ein bisschen mehr in eurem Glanz auch strahlen lassen. Und ja, wie gesagt, mir gefällt der Schlepper eigentlich. Und ich habe ihn ein bisschen vermisst und ich bin froh, dass wir den jetzt wieder haben. Und darum kommt er hier auch nicht weg. So, jetzt versuchen wir mal da hier noch runter durchzumähen. Ah, hat funktioniert. Perfekt. Blackie wird sich freuen. Ich glaube, da kommt man mit dem Schwader nicht durch. Mit dem Wender sowieso nicht. ja. Na, also wie gesagt, Fiat, die Schlepper bleiben erstmal. Also es muss nicht ein Schlepper weg, nur weil ein neuer Schlepper gekommen ist. So. Na, also wie gesagt, so ein bisschen mehr Leistung, eine kleine Leistungssteigerung könnte dem tatsächlich schaden. Könnten wir mal gucken, ob man da noch ein bisschen was rausholen kann. So. Oben machen wir noch ein kleines Eckchen mit weg. An den Büschen vorbei. Und dann würde ich sagen, haben wir die erste Wiese schon geschafft. Perfekt! Erste Wiese ist durch. Und ich habe abgewürgt.
Eieieiei. Na, die vorne Säule muss ich ein bisschen einstellen, dass sie noch ein bisschen höher ausheben. Na, ihr seht, die Zylinder, die haben da noch. Da ist noch Luft nach oben. Oh, das liegt vielleicht am Maverick? Ich meine, ich hätte die höher eingestellt, aber ja, mal gucken. Mal gucken. Na, der müsste noch ein bisschen höher. Weil die hängt wirklich, das hängt arg weit unten. Aber ansonsten. Ach, das ist auch einfach, ne, das Modell ist wirklich schön. Und wenn man sich auch die Haube anguckt und sowas, ist wirklich, wirklich, ist, da hat sich Steins, ne, das ist wirklich schön gemacht. Also das muss man einfach so sagen, das ist ein sehr schönes Modell. Und deswegen, ja, es ist fast ein bisschen schade, dass man sich an dem so satt gesehen hat. Und darum möchte ich den da wieder ein bisschen wiederbeleben. Ne? Ich denke mal, mit diesen Reifen und dieser Reifenkombination und der Frontisäule und so, es macht das optisch doch was her. Es sind andere Schlepper jetzt auf einmal. Und ja, ich denke mal, oder ich hoffe mal, ja, dass viele von euch, oder die meisten von euch, meine Zuschauer, auch so eine gewisse Liebe zum Detail haben und dass für die dann deshalb auch ein bisschen ein anderer Schlepper ist durch diese Änderung und die nicht sagen, ach, das sieht doch eh alles gleich aus. Ja, das ist auch so ein Thema, ne, worüber ich gerne mal reden würde, aber vielleicht nicht heute, über die unterschiedlichen Ansichten zum Thema an der Details und so weiter an Mods. Aber jetzt würde ich mal sagen, machen wir erstmal eine Runde Zeitrafferaufnahme bis zur nächsten Video und sowas. Und ja, bis gleich. Und ich habe das Mikrofon beiseite gestellt. Jetzt wäre mir fast schon wieder passiert, dass ich quatsche und ja, nix aufnehme. Ja, da sind wir wieder von der Zeitraufnahme zurück. Zwei Dinge. Erstmal habt ihr gerade gesehen, ne? Ganz zufälligerweise. Was ist das? Was ist das? Das ist Handgas. Liebe Leute, Handgas im Multiplayer ist jetzt auch im RMT Handgas im Multiplayer synchronisiert. Ich weiß nicht, warum ich das so lange nicht eingebaut habe. Das war wirklich nur eine Kleinigkeit. Und eigentlich wusste ich ja, dass es eine Kleinigkeit ist, aber irgendwie keine Ahnung. Ach, so ist das, Mama. Aber jedenfalls, jetzt ist auch Handgas im Multiplayer synchronisiert. Was ich gerade gemacht hatte, ne? Ich habe mir Switch Gear Range Mappings hier, habe ich eine Switch Gear Range 1 Mapping aktiviert, sodass ich jetzt mit meinem Gangschalthebel die Ranges schalten kann. Weil so konnte ich einfach von vorwärts auf rückwärts umschalten beim Mähen. Dass ich nicht immer, weil meine Range-Tasten am Schalthebel funktionieren ja nicht mehr, muss ich immer auf die Tastatur umgreifen, das ist ein bisschen doof. So, jetzt muss ich aber hier wieder zurückgehen. So, dass ich das hier wieder in Gang schalten kann. Perfekt. So. Fürs normale Fahren. So, Allrad können wir auch ausmachen. So, Straßengruppe können wir reinmachen, aber erstmal müssen wir noch zusammenklappen, das habe ich auch noch ganz vergessen. So. Perfekt. Ja! Dann fahren wir jetzt mal gemütlich heim mit dieser Kiste hier. Und so, Black irgendwas geschrieben. Ja, ich gehe dann gleich, komm dann gleich mit dem Schwader. So, na komm schon, Schlepperchen. Ich muss jetzt leider einmal quer über das Gewände drüber, aber es geht nicht anders. Bin hier ein bisschen eingesperrt. So, fahren wir dieses Gespann jetzt mal heim.
Und ja, währenddessen können wir dann vielleicht doch auf noch ein oder andere Sache eingehen. Genau, hier diese Fiat. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Ich bin mir nicht sicher, nein, in den Kommentaren definitiv, aber ich glaube in dem Video noch nicht. Ich habe definitiv vor, das als Update hochzuladen. Na, ganz viele haben gefragt wegen der Fronthydraulik, ne, ob das so zum Download kommt oder wo der her ist. Na, der Fiat an sich, den ich damals auf so Swiss Touch auch so hatte, den gibt es ja auf Alles Mod Company. Na, den Fiat hier mit den einzelnen Farbkonfigurationen, beziehungsweise ich gehe mal ganz kurz in den Shop, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ja, also der Umbau Fiat, wo die in erster Linie erstmal die Proportionen angepasst sind, nach vorne die Vorderachse breiter, dass er nicht so wie ein Keil daherkommt. Neue Felgen hat er gekriegt, die typische Verstellfelgen hier für den Fiat. Komplett neue Hubs vorne, die eben original sind für den Fiat. Und die Rahmenfarbe hier im originalen Fiat braun und nicht mehr in der Standard Giants schwarz. Und außerdem diese externe Material Configuration hier, wo man hier das auswählen kann. Dass hier eben die Kotflügel und Felgen und so weiter. Es ist jetzt so, dass hier im Moment ein bisschen buggy ist, nicht wundern, hier haben wir zum Beispiel eine falsche Farbe, die Tür müsste jetzt eigentlich auch orange sein und sowas. Das hier ist jetzt halt im Moment meine Umbastelversion. Diese Umbastelversion, die hat ein paar neue Features, also halt, das ist jetzt nicht. Das andere wäre ja auch schon meine Umbastelversion. Aber wie gesagt, die Version, die gibt es auf LS Mod Company. Die steht da schon lang zum Download. Das, was jetzt dann als Update kommen soll, ist eben hier noch neu dazugekommen, dass man hier die Fronthydraulik einblenden kann. Hier müsste jetzt eigentlich noch dieser originale Rahmen hier, den habe ich vergessen, der muss wieder dran. Im Moment ist er ja nackig vorne. So, ne, wie gesagt, Fronthydraulik kann man ausmachen. Beim Auspuff gab es jetzt noch eine zusätzliche Variante. Ich bin mir nicht sicher. Doch, jetzt ist er da. Turbocharger Intercooler, da ist hier dieser Luftfilter hier aus, das ist nicht original, ne? Also den gab es ja auch original nicht mit Turbolader. Das ist nachträglich angebauter Turbolader. Ich dachte mir einfach, dieser alte Schlepper und dieser Motor, der eignet sich wunderbar für Turbolader-Anbau nachträglich. Und es gibt definitiv, ne, auf YouTube findet man ein Video von 1300 DT mit Turbolader-Umbau, von daher, das ist nicht unrealistisch. Der Motor, der hält das aus und damit kann man dann gut Leistung rausholen. Und ich habe irgendwie gedacht, ne, wäre das nicht cool, wenn ich quasi einen Intercooler simulieren würde, und Intercooler kommt ja da vorne hinten vor den Kühler, und dann ist er hier vorne, wo eigentlich der Luftfilter drin ist, jetzt noch weniger Platz, und ne, der Luftfilter sitzt ja standardmäßig hier, da kommt der Zyklon oben raus, und hier drunter sitzt standardmäßig der Luftfilter irgendwo. Hier im LS sieht man nicht wirklich, wo der genau sitzen soll, da sieht man einfach nur einen Kühler hinten, aber irgendwo hier vorne drin sitzt jedenfalls der Luftfilter, und wenn man da jetzt noch einen Intercooler reinmacht, dann haben wir noch viel mehr Schläuche da vom Turbo zurück zum Intercooler, vom Intercooler zum Ding, und der Intercooler muss auch irgendwo hin, und dann dachte ich mir, irgendwie wäre das cool, und weil er so einen nachträglich angebauten Seitenluftfilter machen könnt. Und so sieht das Ding dann aus. Ganz schönes Viech so. Und das ist dann die eine Sache. Die andere Sache sind die Reifenvarianten. Das waren die ursprünglichen Varianten, die es so gab. Ne, hier Standard, hier ein bisschen breit. Und die großen übrigens. Basiert also auch alles auf einem realen Verhältnis, nicht reale Daten. Also große Reifen gab es bei dem Original nicht. Aber auf einem realen Verhältnis zwischen Allrad, Vorderrad und Hinterrad. Eine Fleckebereifung auch. So, und jetzt, was jetzt noch dazu kommt, sind eben hier diese Michelin von Ködel, wie heißen die noch gleich? XM108er. Da muss ich aber noch gucken, wie das aussieht. Ne? Normalerweise denke ich mir, dass Sachen, die als Prefab auf ModHub stehen, muss man keine, ne, nicht speziell um Erlaubnis fragen. Sinn eines Prefabs ist ja das, warum man es woanders verbaut. Und ich meine auch, dass irgendwo mal geschrieben stand, dass Prefabs automatisch, man automatisch verwenden darf, dass einfach so eine Voraussetzung ist, wenn man Prefab bei Giants hochlädt. Allerdings müssen natürlich die Credits, ne? Also man muss definitiv dazu schreiben, was man woher verwendet hat. Man kann nicht einfach so tun, als wäre es ein eigenes, ne? Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, die Prefabs sollten eigentlich verwendbar sein, müsste ich aber vielleicht, oder ich würde mal sagen, auf Nummer sicher gehen und vielleicht auch mal bei Ködel um Erlaubnis fragen. Dann ist das nämlich auf jeden Fall auch mit dabei und auch mit dieser verdrehten Konfiguration hier. Einmal so rum und einmal so rum von jeder Version. Wir haben hier eine schmale Breite, beziehungsweise nicht schmal, sondern kleine Breite. Das sind vom Durchmesser relativ klein, im Grunde Originalgröße, aber breit. Und dann haben wir hier noch ein bisschen größere. Da ist dann vor allem der hintere richtig fett breit, der vordere nicht ganz so sehr. Und dann haben wir hier nochmal so richtig, richtig groß. Das ist dann der originale oder der andere große von der anderen Reifenkonfig, aber mit dem Michelin hier vorne dran. Und ich finde das auch eine ziemlich coole Kombination. Und natürlich auch einmal so rum, einmal so rum. Na, das ist, wie gesagt, die Kombination, nur nicht mit dem Trellebaug vorne, sondern mit dem Michelin. Na, das ist ein bisschen lustig, weil wir haben hinten Trellebaug vorne Michelin, aber in echt haben wir auch oft solche Kombinationen. Jedenfalls, dieser soll zum Download kommen. Ich weiß noch nicht wann. Ich muss erstmal noch ein paar Sachen fixen, texturtechnisch.
Und ein paar andere Bugs, wenn man genau guckt, sieht man mit dem Luftfilter vorne fällt eine Fläche zum Beispiel und sowas. Hier, ich habe die Indexe durcheinander gebracht, deswegen passen jetzt hier die Hebel nicht mehr, die ne, für eine simple IC. Solche Dinge. Außerdem habe ich eventuell vor, das doch mal mit Modhub zu versuchen mit dem Teil. Da gibt es ja schon einen 1300 DT Umbau und ja, aber in letzter Zeit sind immer mehr von demselben Mod verschiedene Versionen gekommen, von daher ja, glaube ich oder hoffe ich einfach mal, dass ich es nicht mehr so ernst nehme wie früher, dass man einem nicht dasselbe kommen darf, und deswegen dachte ich mir, fürs Update versuche ich es einfach mit Modhub. Sende das mal da ein und guck mal, was passiert. Eventuell, was ich auch machen könnte, ist das als 1500 DT einsenden. Na, das sind 1300 DT. In manchen europäischen Ländern wurde als 1500 DT verkauft, das ist aber der gleiche Schlepper. Wäre natürlich dann auch eine Variante. So, jetzt bin ich mir nie sicher, wie es denn jetzt eigentlich kürzer ist, so rum oder so rum. Aber jetzt fahren wir mal so rum. Na, wie gesagt, als 1500 DT einsenden wäre auch eine Variante, dann wäre es ein anderer Schlepper als das, was ich noch gemacht habe. Wir gucken mal. Aber jedenfalls möchte ich das versuchen, weshalb der halt auch nicht so schnell kommt. Na, das ist einfach Modhub. Erstmal muss man da wirklich auf Nummer sicher gehen, dass auch alles passt. Na, wenn ich den jetzt bei alles Mod Company als Update hochladen würde, würde ich halt gucken, okay, dass ich alles, was mir so auffällt, fixe, und dann würde ich das hochladen. Wenn dann doch mal irgendein Fehler oder sowas auftritt, dann kann man schnell ein Update hochladen. Aber wenn man bei alles Mod Company, ja, da ist es halt direkt. Da kann ich das selber hochladen, kann ich das selber freischalten und dann geht das ruckzuck. Aber wenn es halt bei Modhub hochlade, dann ja, hat man immer eine gewisse Vorlaufzeit und eine Testing, und das kommt definitiv im Moment jetzt einmal zurück und kann man schon mal 2-3 Wochen rechnen, von daher. Ja, allein dadurch dauert es halt schon länger, und ich muss natürlich auch vorher gucken, dass wirklich alles perfekt ist, dass ich das Ganze nicht 2-3 Mal machen muss. Erstmal haben die bei Modhub auch keinen Bock, alle Mods ständig nochmal auf ein Update zu testen, und ich habe da auch keinen Bock drauf, deswegen. Na, also ich kann nicht versprechen, wann das hier soweit ist, aber der kommt definitiv, soll definitiv als Update kommen. Ist auch, wie gesagt, na, größtenteils im Grunde eigentlich fertig, sind im Grunde halt nur so unter Kleinigkeiten, Bugfixes und Tests. Ne. Ansonsten müsste das so eigentlich laufen. Ja, was gibt's sonst noch so zu erzählen, zu wissen? Der Kuhstall. Der Kuhstall soll auch zum Dollar kommen. Der Kuhstall, der jetzt hier auf dem Hof ist. Im Livestream damals habe ich das ja gesagt, wo wir den Hof platziert haben, da war das Ding noch nicht mal mit Funktion. Mittlerweile ist der Kuhstall von der Textur her eigentlich fertig. Von den Funktionen her so meh. Ich kann gleich, wenn wir hoch sind, nochmal einen kleinen Tour über den zum Kuhstall machen. Ja, Funktionen sind jetzt im Grunde soweit gegeben eigentlich. Allerdings ja, ist es noch nicht so ganz perfekt. Ne? Die Kühe, die frieren ein, die glitschen noch durch Wände durch. Das ist eh doof, ne? Wenn ich wirklich 30 Kühe in den Stall reintun will, wie es halt eigentlich realistisch wäre von der Größe her. Oder na, zumindest habe ich mir das ausgerechnet. Dann muss das Nestmilch unterhalb vom Boden sein, ein großer Teil. Und das habe ich im Moment so, dass das Nestmilch unterm Stall noch groß weitergeht. Anders ist es nicht möglich. Also man kriegt, wenn ich das Nestmilch nur so groß mache, wie die tatsächliche Laubfläche im Stall, dann kriege ich da nicht mal 10 Kühe rein. Also dann crasht das Spiel einfach und sagt halt Stopp, nee. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das wissen wir eigentlich schon, dass das so ist. Das wusste ich auch, dass das wahrscheinlich so wird. Und entsprechend, ja, muss ich das Nestmilch irgendwie so machen, dass die Kühe dann halt in den Boden laufen, nach unten. Auch quasi in der zweiten Ebene sozusagen. Das ist meh, das ist nicht toll, aber das ist leider die einzige Möglichkeit, wie man so einen kleinen Stall umsetzen kann, ohne dass man irgendwie na, die Kühe komplett unterhalb vom Boden hat und nur statische Kühe drin oder so. Ich möchte eventuell versuchen, das Ding bei auch für Konsole einzusenden, deswegen, ja, sonst hätte ich es noch zurückhalten können, weil ich ja an dem Skript überlege, auch für die Old Alt Map, für statische Kühe, die dann anhand der Kuhanzahl eingeblendet werden und das Nestmilch dann tatsächlich komplett unter dem Boden, oder vielleicht sogar ein Skript, womit man Nestmilch deaktivieren kann oder so. Da habe ich ja ein bisschen im Hinterkopf, ob ich da vielleicht was bastel, weil das da wirklich nötig wäre, gerade auch wenn ich dann wirklich Anbindehaltungsstall machen möchte. Aber ja, nachdem ich mit dem Stall sowieso eigentlich auf Kontrolle gehen will, macht das keinen Sinn, darauf zu warten, bis ich das soweit habe, weil ja, wie gesagt, das macht nicht wirklich ja, Sinn, das dann extra dafür aufzuheben. Dann gucke ich einfach, ob das so geht. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, ne, dass Giant sagt, halt, Moment mal, Nestmilch unterhalb vom Stall, das geht so nicht. Aber ja, dann werde ich auch versuchen, denen was zu husten. Von wegen, wenn eure Viecher so groß sind, was soll ich denn da machen? Also ist wirklich, ja, wir gucken mal. Wie gesagt, am Stall, ich muss halt, ne, Ingame-Features muss ich noch ein bisschen fixen. Ne, da ist noch ein bisschen, funktionstechnisch ist noch nicht so ideal. Zeige ich euch dann gleich, wenn wir drüben angekommen sind. Ansonsten ist ja auch so größtenteils soweit fertig eigentlich. Ja, ne, wo wir dann sogar bei generellen Updates und sowas wären. Let's Map kommt auch irgendwann wieder. Ich muss es wieder aufnehmen. Ich habe ne, keine mehr im Voraus produzierten Versionen davon. Und ja, das Projekt Stall, nicht Stall, das Projekt Join haben wir ja zu Ende gebracht.
Das nächste wäre dann, dass ich jetzt tatsächlich an dem Stall weitermache und da müsste ich ja dann gucken, dann mache ich das wirklich an Bindehaltung oder nicht. Und entsprechend ja dann mich skripttechnisch auch damit befassen. Weshalb quasi die nächste Let's Map-Folge so ein bisschen was Aufwendigeres wird. Und darum bin ich da jetzt auch noch nicht dazu gekommen, immer eben zwischendrin was aufzunehmen oder sowas. Eine andere Variante wäre natürlich, dass ich mir eine andere Arbeit suche zwischendrin. Aber ich habe mir das ja vorgenommen mit dem Hof, dass ich definitiv den Hof jetzt einfach mal fertig machen möchte, dass ich mal einen fertigen Hof auf der Map habe. Und ja, dass ich nicht immer von einer Seite zur nächsten springe, sondern mal bei was bleibe. Und ja, entsprechend denke ich mal oder behaupte ich einfach mal, dass ja, das besser so ist, als dass ich, wenn ich jetzt wieder bei was anderem springe. Und entsprechend dauert das dann halt mitunter vielleicht noch ein bisschen, bis das dann das nächste Let's Map Video kommt. Müssen wir mal gucken. Ja, schauen wir mal. Insgesamt ist im Moment mit YouTube ein bisschen, ich muss echt in die Pötte kommen, da drüben mit dem Haus. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit investiert, ich habe das ein bisschen schleifen lassen. Ja, da wieder ein bisschen mehr Zeit dann investieren und dann ist automatisch hier mit, Moment mal, da kann ich doch rüber, naja, da kann ich rüber. Ander ist automatisch hier mit Videos auch ein bisschen weniger, aber hoffentlich ist es dann bald soweit, da ist wirklich voll ins Umzug und so. Und ja, gucken wir mal. Dann, ja, wird das zumindest mal eine große Stein vom Herzen, nicht unbedingt, aber großes Ding mal erledigt. Ne? Und dann kann ich auch mich drum bemühen, meine Gangschaltung und mein Lenkrad und so weiter alles zu fixen und neu ja, aufzusetzen oder zu basteln und sowas. So, der Gang hier. Ja, ne, wie gesagt, deswegen, da freue ich mich auch schon drauf und ist es so ein bisschen, alles so ein bisschen Mähne hier, mag das, die Pedale haben irgendwie rumgesponnen und so, ich muss da gucken, aber ich möchte das jetzt gar nicht, ne? Ich möchte das jetzt nicht hier auseinanderbauen und versuchen zu fixen und so weiter, das mache ich dann, wenn ich am Umziehen bin und das Ganze nochmal neu aufbauen muss. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das dann gestalte, ob ich da ein paar Videos im Voraus aufnehme. Oder ob dann einfach ein paar Tage keine Videos kommen, wenn ich das mache. Beziehungsweise ich werde ja wahrscheinlich dann auch Videos machen, wenn ich hier, ne, das ganze Setup drüben wieder aufbaue. Werde ich definitiv Videos vom Setup machen, das nochmal im Detail zeigen. Wollen die einige nochmal im Detail sehen. Und vielleicht, wenn ich was dran umbaue und so. Dann könnte natürlich sein, mache ich vielleicht in der Zwischenzeit, wenn ich das umbaue, auch vor einfach keine LS-Videos, sondern dass ich dann die Setup-Videos versuche gleich zu editieren und hochzuladen und so. Ich weiß es noch nicht. Ne? Müssen wir mal gucken. Ja, wenn es dann soweit ist. Ne? Noch sind wir ja noch ein bisschen davon entfernt. So, jetzt fahren wir mal nach hinten, um hier die Mehrwerke zu waschen. Und wo wir dann dabei sind, dann kann ich gleich, machen wir gleich mal eine Runde in den Stall rein hier. So, ne, da seht ihr, stehen Kühe und ne, glitschen durch die Wand, das ist nochmal ein Problem. Und außerdem hängen sie natürlich fest. Ja, hier habe ich noch was geändert. Ne? Hier hatten wir ursprünglich Pfähle. Ich habe jetzt hier einen Betonplatz. Und so Metallpfosten stattdessen, wo die Bretter dranhängen. Hier hinten haben wir auch jetzt ein Gatter oder ein Tor. Ja, das kann man aufmachen. So. Und dann kann man nämlich hier theoretisch reinfahren. Hier ist nämlich so, dass hier eigentlich Mist spawnen soll. Als ne, die Food Spillage Areas, ne, das was so normalerweise beim Druck rauskommt, habe ich gedacht, mache ich Mist. Und mache ich hier hinten in den Auslauf, dass man den Auslauf mal immer wieder ein bisschen ausschieben muss oder sowas. Leider ist es so, dass durch die Betonplatte, ne, die ein bisschen relativ weit hoch vom Boden jetzt weg ist, ihr seht hier den Abstand hier, wie weit wir da wechseln vom Boden, dass das im Grunde unterhalb von der Betonplatte spawnt. Da muss ich mal gucken, ob ich die Betonplatte noch ein bisschen nach unten schiebe oder wie wir das machen oder ob der ganze Stall noch ein bisschen nach unten kommt. Außerdem ist jetzt hier Misthaufen dazugekommen, stelle ich jetzt auch fest, dass ich das hier wegmachen muss, den Schrotthaufen hier. Hier ist Misthaufen dazugekommen, noch quasi auf diesem kleinen Eck. Weil der Stall auch Mist hat, ne, der Stall hat auch eine Strohblein, dadurch, dass wir hier eben die Boxen haben, die werden eigentlich mit Stroh eingestreut, ist es natürlich so, dass wir hier, ja, ihr seht es auch, ne, da kommt ein bisschen Stroh, man könnte ruhig hier noch mehr, oder man sollte hier eigentlich noch mehr Stroh reinstreuen, dann kommt nämlich hier eine schöne Strohblein hier überall hoch, in der Form der Boxen. Die Spalten sind jetzt keine ausgemodelt mehr, haben wir 30k Polys gespart, ja, ansonsten, wie gesagt, Textur ist jetzt im Grunde größtenteils final, abgesehen von hier, da seht ihr AO-Fehler hier an der Decke, nicht so ideal, aber ansonsten haben wir jetzt eine AO überall drauf und ja, Used und Moss und so weiter, seht ihr hier so ein bisschen grün Schimmer und Dreck und Dirt und sowas haben wir hier. Hier haben wir jetzt so ein Metallrohr raus, ne? Ich wusste nicht so recht, wie ich die Güllegrube machen soll. Eine richtige Grube, wo man reinsieht, kann ich ja nicht machen, weil da direkt das Terrain drunter ist. Und entsprechend habe ich mir dann überlegt, okay, ich mache das einfach hier so mit so einem Metallrohr, alten rostigen Metallrohr, was quasi da angeschweißt ist, was da fest nach unten geht in die Güllegrube.
wo dann halt das Güllefass angeschlossen wird. Ich muss mal testen, das müsste aber vom Durchmesser eigentlich genau passen auf das Manure-System. Ja, jedenfalls habe ich mir das vorgestellt. Weiß nicht, ob so ganz hundertprozentig, ob es sowas in echt öfter gibt, dass es halt ein fest installiertes Rohr nach unten in die Güllegrube, ich glaube eher nicht. Eher macht man halt einen Deckel auf und lässt so ein Rohr runter, aber das kann man halt leider im LS nicht so richtig machen. Ja. Hier haben wir jetzt Ballen und einen Frontlader vom Johnny gelagert im Moment. Und ja, ne, da seht ihr die Futtergänge hier oder Futterdings da hier. Ne, da kommt auch schön die Futterplane da rein. Außerdem sind die da so mit Backstein gemauert, das kann man jetzt nicht so richtig erkennen. Das habe ich tatsächlich nach einem realen Vorbild gemacht. Ne, der Stall, wovon ich erzählt habe, wo ich früher gewesen war zum Milchholen, wo ich mich an nichts mehr erinnern kann eigentlich. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist tatsächlich, dass da auch so Backsteinboden gewesen ist. Ne, so gebrannter Ton. Nicht so ganz, nicht so ein rauer Backstein, sondern so gebrannter Ton ähnlich. Jedenfalls, und ja. Deswegen habe ich das auch so gemacht. Habe mir gedacht, damit sind die Futtergänge hier gemacht. Und mehr oder weniger dieser Beton hier in der Mitte, der kam vielleicht später nochmal drauf, dass man den nochmal ein bisschen abtrennt, ein bisschen erhöht, dass die Viecher das nicht immer so rausschmeißen. Ja. Wie ihr seht, steckt ja alles fest. Das liegt an den zwei Neffmesh. Ich muss die miteinander verbinden. Wenn ich die miteinander verbinde, dann laufen halt die Kühe durch quasi den Boden durch. Bleibt mir dann aber nichts anderes übrig. Ja, genau, Tore kann man auch alle auf und zu machen natürlich. Na, hier diese kleinen Schiebetore auch. Auch alle auf und zu machen, dann kann man da auch reingehen. Und ja, hier quasi sich als Kuh in so eine Box reinstellen. Hier diese Wassertrog-Dings habe ich auch noch dazu gemacht. Na, der Stall ist insgesamt nicht ganz so detailliert, wie manche andere Gemeindegebäude detailliert wären. Hat allerdings schon genug Polys. Also an den Polys mangelt es leider nicht. Von daher denke ich mal, passt das auch so. Und ja, diese Tür kann man natürlich auch aufmachen. So, und diese Tür hier, die ist ein bisschen größer wie die anderen, die ist ein bisschen breiter, wie ihr seht. Da kommt man, ich bin mir nicht sicher, ob man mit einem von den LS-Hofladen reinkommt. Na, da mit diesem kleinen Kramer könnte es sein, dass man reinkommt, müsste ich mal ausprobieren. Aber mit einem richtigen Hoflader sollte man da reinkommen. Gibt es eigentlich keinen Grund, dass man im LS da reinfährt, weil man muss im Grunde da drin nichts machen. Stroh kann man hier, na, der Strohträger befindet sich hier in der Mitte quasi, kippt man einfach so eine Strohballe rein. Realistischer geht es leider nicht. Aber ja, es sei denn, man kommt mit einem Strohgebläse, dann kann man es natürlich hier auch von hier außen machen. Aber wie gesagt, na, deswegen gibt es hier das große Tor. Ja, Milchträger ist hier, na, da wo die Blackie hat, die glaube ich, die Seasons Wasserpumpe hingesetzt hier. Jedenfalls hier wäre der Milchträger, na, hier außen, außerhalb von dieser Tür normalerweise. Ja, genau. Wassertrigger ist hier. Also wenn man Wasser geben möchte, macht man es hier. Muss ich mal gucken, ob ich dann irgendwie eine Leitung oder einen Schlauch oder was ich mache, um das zu sehen. Also als optischer Indikator quasi. Ja, ne, Wasserträger ist immer ein bisschen blöd, weil so ein Kuhstall ist normalerweise ans Wassernetz angeschlossen. Aber braucht man halt bei dem LS. Deswegen kann ich dann irgendwie ein großes Wasserfass hinmachen oder so, weil das ist irgendwie doof. Ja, so ist das jedenfalls. Und ich würde mal sagen, die Folge an dieser Stelle ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.